Hallo bei Govinda TV. Heute zur 5. Ausgabe der Wochenschau wird euch Julian aus Nepal berichten. Mohesh, den wir euch letzte Woche vorgestellt haben, wird ebenfalls euch über die aktuelle Lage in Nepal informieren. Gut. First I will talk in German and then you can, she's also asking you in English. Ja. And she... Ja, unser. Ich bin jetzt für 11 Tage nach Nepal geflogen hier, um die Situation vor Ort besser einschätzen zu können. Ich bin aus Deutschland für die Fachbereichsbetreuung für die Schule, die SAS, tätig und auch für Shangri-La Development Association, die SDA, wo Mohesh neben mir der General Manager ist. Und war bei diesem Besuch bisher hauptsächlich in Makwanpur. Das ist der Distrikt, in dem SDA tätig ist. Und habe mir die Gegend ein bisschen angeschaut, habe mir die Arbeit angeschaut, die die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dort vor Ort machen. Und war einfach spannend zu sehen, wie die Jugendlichen da arbeiten. In Makwanpur, das Konzept von SDA lässt sich in drei Bereiche so ein bisschen untergliedern. Der eine Bereich geht es um Bildung. Bildung in verschiedene Richtungen. Es geht um natürlich Schulbildung für die Jugendlichen und für die Kinder. Vor allen Dingen für die Kinder bis 8 Jahre, weil es viele Kinder gibt, die aus der Schule rausgehen. Die Eltern unterstützen die Schule nicht unbedingt wirklich, halten sie nicht so für sinnvoll. Die Kinder müssen teilweise lange Schulwege auf sich nehmen und haben dann kein Mittagessen dabei und gehen deswegen schon früher wieder aus der Schule raus. Das ist so einer der Hauptbereiche. Ein weiterer Hauptbereich ist Gesundheit. Es sind teilweise auch lange Wege bis zu den Health Posts, die erreicht werden müssen. Dadurch bringen viele Eltern ihre Kinder nicht, wenn sie irgendwelche Probleme haben gesundheitlich. Und der letzte Bereich, da geht es so ein bisschen um Wissen über, wie kann man den landwirtschaftlichen Ertrag verbessern. Kalikata und Bata sind die zwei Dörfer, in denen SDA aktiv ist. Kalikata kann während der Winterzeit und während der Nicht-Monsun-Zeit ganz gut mit dem Bus erreicht werden. Da braucht es ungefähr einen Tag Reise von Kathmandu aus. Jetzt während der Regenzeit ist Kalikata eigentlich 3 Monate komplett abgeschnitten von der Erreichbarkeit mit Bussen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und selbst auch mit Jeeps erreicht man Kalikata nicht. Von daher ist es auch gerade schwierig, Material hinzubekommen. Es gibt viel Erdrutsche auf dem Weg. Ich selber musste jetzt von einem anderen Dorf, Namta, ca. 17 Kilometer aus laufen, um Kalikata zu erreichen. Vielleicht macht es so ein bisschen mehr bewusst, wie abgelegen die Region ist und wie schwierig es ist, dann für die Leute auch Material zum Wiederaufbau zu bekommen. Wir mussten noch sehr viel laufen, um die Schulen zu erreichen, eben die einzelnen Dörfer zu erreichen für die Health-Check-Ups. Da machen Piro und Saga gerade einen Riesenjob, da unterwegs zu sein, ohne Strom, ohne fließend Wasser, teilweise ohne Handyempfang. Wir haben Schulen besucht, wir haben verschiedene kleine Dörfer besucht und haben uns da eben um den gesundheitlichen Bereich und um den Bildungsbereich gekümmert. Und es war spannend zu sehen, wie Piro und Saga mit der Dörfbevölkerung umgehen, wie sie auch angenommen werden vor allen Dingen. Es war ganz viel Bedarf in gesundheitlichen Fragen da. Die Gebiete sind ganz unterschiedlich vom Erdbeben betroffen. Es gibt Gegenden, wo man nicht so viel zerstörte Häuser sieht. Es gibt Gegenden, wo man sehr viel zerstörte Häuser sieht. In Makwanpur selber sind viele der Schulen betroffen. Es waren Monate vor mir war schon ein Ingenieur da, der die Schulen bewertet hat.
und außen angeschrieben hat, ob die Schule noch eigentlich besuchbar ist oder nicht. Und hat dann dementsprechend einen grünen Punkt oder einen roten Punkt drangeklebt. Die beiden Schulen, die ich jetzt in Bata besucht habe, das ist einer der Distrikte in, oder einer der Dörfer, in denen die Jugendorganisation aktiv ist. Die beiden Schulen wurden beide mit einem roten Punkt bewertet. Schule findet trotzdem noch statt in den Schulen, weil es auch bisher keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Das ist auch einer der Felder, in denen die Organisation aktiv ist, in Kalikatar ebenso. Und da versuchen wir und vor allem auch die Organisation, temporäre Lernsysteme aufzubauen. Das heißt, erstmal mit Zelten, mit Bambuskonstruktionen andere Orte zu schaffen, an denen Schule noch nach wie vor stattfinden kann. Die wurden in Kalikatar selber, schon wurden ein, zwei dieser Zelte aufgebaut. Um wirklich die Gebäude, die einsturzgefährdet sind, um in denen keine Schule mehr stattfinden lassen zu müssen. Mit dem Schulbesuch hängt vielleicht unabhängig vom Erdbeben einfach damit zusammen, dass die Wege sehr weit sind, teilweise bis zu 1,5 Stunden. Zwei der Schulen liegen oben auf dem Berg drauf. Jetzt gerade in der Regenzeit gibt es Erdrutsche. Die Wege sind schwer begehbar. Es sind viele kleine Wanderwege, die viel mit Geröll sind, wo es wirklich schwerer ist, die Schule zu erreichen, lange Schulwege dadurch. Und zum anderen natürlich auch die Essenssituation, die sich jetzt durch dieses Mittagessen, was in der Schule angeboten hat, schon wesentlich verbessert hat. Ich glaube, dadurch verbessert sich der Status von Schule auch, weil die Eltern sehen, ah, unsere Kinder erhalten da auch ein Essen. Die Kinder selber haben mehr Interesse daran, an die Schule zu gehen und in der Schule zu lernen. Das ist eben in Lalitpur um Chappagaon rum sind viele Häuser eingestürzt. Da sieht man die Auswirkungen wirklich stärker vom Erdbeben. Da geht es wirklich um Hausbau, um Wiederaufbau. Viele Leute leben jetzt in vorübergehenden Hütten, in vorübergehenden Zelten. Hier wird es über die Mittagszeit, wenn die Sonne mal rauskommt, dann sehr heiß. Dementsprechend ist es natürlich auch schwer, darin zu schlafen und auch für die Schüler und für die Kinder Hausaufgaben zu machen, sich zu konzentrieren. Ich denke, da ist der wichtigste Punkt wirklich der Wiederaufbau, die Häuser. Was die meisten entwickelt haben, ist, glaube ich, so ein bisschen fast schon eine gewisse Ironie dem Erdbeben gegenüber. Morsch hat gesagt, vor einem Fünfer wird hier, der hat das Haus nicht mehr verlassen. Vor einem Fünfer Erdbeben. Aber man merkt auch schon so ein bisschen, dass eine Traumatisierung stattgefunden hat. Viele träumen vom Erdbeben. Viele Kinder, die kaum Wörter können bisher, also wirklich junge, kleine Kinder, haben das Wort Erdbeben gelernt. Von daher findet da so, hat da so ein bisschen eine Traumatisierung stattgefunden. Man weiß nie auch, wie tief das Ganze geht. Das ist natürlich eine Frage rauszufinden. Und zum anderen merkt man schon auch den Willen, jetzt anzupacken, was zu verändern. Gerade die Jugendlichen sind sehr aktiv gewesen während der Wiederaufbauphase, während der Aufräumphase und sehen die Möglichkeit von Jobs. Bisher war die Jugendarbeitslosigkeit ziemlich groß, vor allen Dingen auch von gut ausgebildeten Kräften in Nepal, die studiert haben. Da finden jetzt, da gibt es viele Arbeitsfelder für Jugendliche, um wirklich aktiv zu werden, für junge Erwachsene. Von daher vielleicht auch eine Möglichkeit. Yeah, SDA is the youth organization which is now working in Makwanpur district of Nepal, and it is looking after two VDCs, Bharta VDC as well as Kalikatar, and there are five clusters which are intensively observed through SDA, Sangra Development Association, and recently we are conducting our tiffin program, school midday meal program under our proposal, and which is giving a service to 434 students of Kalikatar and Bharta, and four schools have been involved within this 34
434 students, and which has encouraged students to come to school and stay longer than only 2 p.m. No, they had a habit of staying till 2 o'clock, but nowadays they have extended the study period and extra activities period till 4 p.m. So this is how it has been on a track, on the right track, that we are so much successful to take students in schools. And beside our midday meal, we are conducting our regular health checkup to the students as well as the villagers in coordination with SRDP. And our main staff, Piru, is working in those clusters, and who is going like an alternative day in each clusters, no? And one day reporting time, and one day is like a field visit for her in Kalikata as well as in Bharata. So there is a health checkup to the student as well as the villagers over there. And on the same hand, we also encourage the people over there to go to health post, and we don't give any medicines, or we don't suggest them from ourselves, no? But we also try to link them with the health post. And with the knowledge what we have got, like what our health staff does, no? And another, the main thing is like a scholarship program. Like we are selecting students from each schools. We are working on 5 schools, and 4 schools are intensively observed, and 1 is like out scholarship. And this is how we are on the process of scholarship student selection. And since it's a monsoon, and we have like our efficiency is not 100%, but we are going like 75%. The frequency is a bit low. The speed is a bit low, no? And so we are focused on software rather than hardware. No? We also have got a school construction program. We also have got different programs in our proposal. No? So we will finish our paperwork during this monsoon time, and we will finish the hardware work after the monsoon. As a youth, I have to explain to you that I haven't slept for 45 days. No, like I was in the field for 15 days before the earthquake. After April 25th, I was totally busy with the relief program in 14 districts. No, and I had to travel all those districts. And so this was much more time consuming and like stressful, even in the whole Nepal. No? Personally, I was quite stressed, but I was so much happy when the people got the relief, no? And afterwards, after the earthquake, and we also saw very much pity situation, no? And nowadays, they have been quite calm. And but they are not too much confident that there won't be an earthquake. Within these 3 days, we have felt 19 aftershocks. No. Yeah, in last 3 days, from 8th July to 11th July, so we are facing 19 aftershocks, but which are not more than 4.2 or 4.5. You know. So this is how the terrifying situation is still there, but. The earthquakes aftershocks are not more than 4.5 Richters or 4 Richters, no? Yeah, some we don't like the people here don't feel the earthquake of 4.5, you know. They are habituated the earthquake of 5 or more than that. The kids are still under the tent and under the temporary settlement, and they have not been allowed to go inside because of this aftershocks. And so the health condition and the food condition is very much secure over there, and the children are also going very regularly to school. So there is not a big a threat or big terrible situation in orphanage home, and they are very calm now. And the counseling program after the earthquake has been much more helpful to the children as well as the staff, no? And even I also had a dream, in the night, no? We see a big earthquake and make a lot of damages. This
sort of things also was happening with the children as well as the staffs. So after the counseling, it has been a bit calmed down. So there is a quite positive change in orphanage home too. And in the nationwide, the people are focused for the temporary settlement as well as the reconstruction phase, no? And the people are waiting for the government's the decisions and the government's plan for reconstruction as well as again for building materials for monsoon, no? And monsoon also has added much more like miseries to the people, and there are landslides, and the price hiking is also a major issue in Nepal nowadays. Yeah, monsoon is already here, and the people are also suffering because of monsoon, no? Like their ration hasn't been on to the people, and so it takes time to reach there, no? Because of the monsoon, and we have to pay a lot of labor charge, porter charge, no? So it is hiking the price of the normal food here. Even the logistics for reconstruction and improvements are also getting expensive because of the monsoon as well as the earthquake, no? The price hiking is one of the major issues nowadays.